Maike Leitbier mit den Fußball-News von irsport.de. Dirk Schuster, die Stuttgarter Kickers, Tabellenführer der Regionalliga Süd. Die Winterpause ist vorüber, die ersten Trainingseinheiten sind vorüber. Der erste Neuzugang in der Winterpause mit Peter Sprung vom FC Bayern Alzenau. Wie sind so die ersten Trainingseinheiten verlaufen und was gibt es zu der Neuverpflichtung zu sagen? Ja, erstmal muss man sagen, dass die Mannschaft und jeder einzelne Spieler mit sehr viel Engagement bei der Sache ist, trotz teilweise sehr harter Einheiten, die wir schon hinter uns gebracht haben. Jeder versucht seine Chance zu nutzen. Am 3. März in der Startformation in Alzenau zu stehen, dementsprechend geht es auch zur Sache, mit sehr viel Elan und mit sehr viel Willenskraft. Und ich bin jetzt mit dem Stand der Vorbereitung nach knapp 2 Wochen sehr zufrieden. Die Mannschaft zieht, wie gesagt, hervorragend mit. Leider haben wir aber auch schon wieder eine Verletzung zu beklagen. Mit dem Ali Pala, der sich direkt am ersten Trainingstag beim lockeren Aufgalopp direkt wieder einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Das ist sehr bedauerlich für uns, weil wir sehr große Hoffnungen in ihn gesetzt hatten. Und es ist er durch diese Verletzung wieder arg gebeutelt und zurückgeworfen worden. Unabhängig davon freuen wir uns natürlich, dass der Marcel Ivanusa wieder zum Kader dazugestoßen ist, wieder alle Trainingseinheiten absolviert hat. Genau wie der Alessandro Abruscia, der sich in der Winterpause einer Leistenoperation unterziehen musste. Ja, und natürlich freuen wir uns auch, dass der Peter Sprung von Alzenau den Weg zu uns gefunden hat. Peter Sprung, ein Spieler, den ihr dann jetzt verpflichtet habt. Habt ihr diesen Spieler schon länger beobachtet oder ist das jetzt aufgrund dieser Verletzungen geschehen? Tatsache ist, dass wir Probleme hatten, vorne im Sturm unsere Chancen zu nutzen, die wir uns rausgespielt haben. Das zeigt auch, dass unser bester Torschütze oder unsere beste Torschützen 4 Treffer zu Buche stehen hatten. Das ist sehr ungewöhnlich für eine Mannschaft, die an der Spitze steht, dass der beste Torschütze nur 4 Treffer hat. Dementsprechend mussten wir auch was tun, zumal Ali Pala verletzt weiter nicht zur Verfügung steht. Mit dem Uwe Yilmaz, der sich nochmal einer Meniskusoperation unterzogen hat, der zweite Stürmer weggefallen ist, André Griggs, ein junger Nachwuchsstürmer, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, sodass wir mit dem Marco Grüttner nur eine echte Sturmspitze zur Verfügung haben momentan. Und dementsprechend an den Worst Case zu denken, wäre das schon fatal, falls ihm was passieren würde. Und aufgrund dieser verletzten Misere und aufgrund auch unserer Situation im Bereich des Toreschießens haben wir uns dazu entschieden, nochmal nachzubessern und der Verein hat es möglich machen können, dass der Peter Sprung zu uns kommt. Ihr seid Tabellenführer, euer erklärtes Ziel ist es aufzusteigen, Meister zu werden, aufzusteigen in die 3. Liga. Wie sehen Sie die Chancen so jetzt nach der Winterpause? Ja, wenn man nach ca. 60% gespielter Matches in der Saison vorne dran steht, 3 Punkte Vorsprung hat, gibt es nur eine Zielstellung und die heißt Aufstieg. Und die wollen wir natürlich auch mit aller Macht realisieren und wollen das umsetzen. Die Chancen stehen mit Sicherheit nicht schlecht. Wir haben es selber in der Hand, vorne zu sein, vorne zu bleiben und am Ende ganz oben zu stehen. Natürlich wissen wir auch, dass jedes Spiel einen Endspielcharakter hat und wir wissen auch, dass es noch ein enorm steiniger Weg bis zum letzten Spieltag sein wird und dass es auch eine Millimeterentscheidung geben kann, aber wir werden auch darauf vorbereitet sein und dementsprechend trainieren wir jetzt mit der Mannschaft, bereiten wir die Mannschaft vor, dass sie in einem physisch sehr starken Zustand sein wird, was es in den letzten Jahren auch immer ausgezeichnet hat und dazu versuchen wir natürlich dann auch im Trainingslager in der Türkei bei hoffentlich optimalen Bedingungen auch die eine oder andere taktische Feinheit noch ins Repertoire reinzukriegen. Zu welchem Zeitpunkt wird das Trainingslager in der Türkei genau sein? Das wird zwischen dem 18. und 26. Februar passieren. Jetzt die 3. Liga, die spielt schon wieder letzte Woche und dieses Wochenende auch wieder der 23. Spieltag. Und jetzt wollen wir den Dirk Schuster dann einmal testen, wie gut er die 3. Liga kennt. Zumindest mal die württembergischen Vereine, diese Begegnungen einmal hier zu tippen und so ein klein bisschen ein Fazit dazu zu sagen, was sie zu den Partien meinen. Und zwar haben wir dort die Begegnung SVW in Wiesbaden gegen den VfR Aalen. Ja, VfR Aalen absolut mit dem Ralf Hasenhüttl auf dem aufsteigenden Ast, haben sehr ordentliche Leistungen in der Vergangenheit in den letzten Spielen gebracht.
schnuppern an einem Aufstiegsplatz, was man eigentlich wie in Wiesbaden zugetraut hat, von der personellen Situation, von dem, was sie in der Sommerpause nochmal dazu bekommen haben, wie sie aufgerüstet haben, waren sie eigentlich für viele Experten der ganz große Favorit dieser dritten Liga. Aalen für mich so etwas wie die Überraschungsmannschaft, positiv überraschende Mannschaft, die auch einen ordentlichen Fußball spielen kann. Ja, ich glaube, dass der VfB Aalen nicht verlieren wird in Wien-Wiesbaden, dass sie Minimumpunkt mitbringen und tippe auf ein 1:1. Das wäre sicherlich ein Ergebnis, was die Aalener freuen würde. Ein Mitkonkurrent sozusagen der Stuttgarter Kickers in der letzten Saison, aufgestiegen in die dritte Liga, Arminia Bielefeld gegen Darmstadt 98. Ja, Bielefeld hat sich stabilisiert, hat nach einem hundsmiserablen Start die Kurve bekommen, hat auch zuletzt die Punkte geholt, ist durchaus eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Mein Kollege Kostas Runjajic in Darmstadt, auch der Mannschaft ein neues Gesicht verpasst. In der Sommerpause hat gestandene Spieler dazugeholt, aber auch junge und hungrige Spieler. Wird eine ganz enge Kiste. Beide Mannschaften, Darmstadt mit einem hervorragendes Ergebnis letzte Woche. Bielefeld in den letzten Spielen auch überzeugend gewesen. Ich wünsche Darmstadt einen Punkt, ich glaube aber an ein 2:1 für Bielefeld. Dann haben wir die Partie des Tabellenzweiten, SV Sandhausen gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Favorit in diesem Spiel ganz klar für mich Sandhausen, die auch noch aufsteigen wollen, aufsteigen können, oben mit dran sind. Unterhaching hatte zuletzt etwas eine Durststrecke, 2:0 für Sandhausen. Obwohl Sandhausen ja eben diese 1:4-Packung in Darmstadt dann auch erstmal positiv verarbeiten muss. Ja, ich glaube aber, dass der Gerd Deister die richtigen Worte finden wird und dass eine Trotzreaktion erfolgen wird, weil die Ziele in Sandhausen doch ziemlich hoch gesteckt sind. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Mannschaft kämpferisch viele Prozentpunkte draufpacken wird und dass sie die Scharte auswetzen will, die da passiert ist in Darmstadt. Der FC Heidenheim, viele Verpflichtungen jetzt in der Winterpause nochmal. Man hat große Hoffnung, aber man kann fast schon von einem Fehlstart reden. Dabei geht es jetzt zu Hause gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ja, Heidenheim wird das Spiel gewinnen, ganz klar. Sie haben nachgelegt in der Winterpause, von den Namen her sehr gut klingende Namen, wo man Qualität erwarten kann. Ich glaube, dass sich da diese Mannschaft durchsetzen wird. Frank Schmidt, denke ich auch, wird den Fehlstart würde ich es nicht nennen, aber den kleinen Antilauf jetzt verarbeitet haben. Und ich denke auch, dass es ein klares 3:0 geben wird. Eine Mannschaft haben wir noch aus unserer Region hier. Das ist der VfB Stuttgart 2. Und die Stuttgarter reisen nach Erfurt. Oh, gefährliches Spiel. Jürgen Gramny mit seiner Mannschaft, mit seiner jungen Mannschaft, wusste bisher durchaus zu überzeugen in der kompletten Situation oder in der kompletten Saison. Er hat natürlich auch aufgrund der jungen Spieler die eine oder andere Schwankung drin. Erfurt auch eine Mannschaft, mal richtig gut, aber dann auch wieder Kreisklassenniveau in verschiedenen Spielen. Ich denke, dass Erfurt auch noch mal ein klein wenig angreifen möchte und tippe auf den Sieg von Erfurt mit einem 2:0. Okay, wir haben unsere Mannschaften der Region, für uns glaube ich so ein bisschen der Beweis, dass der Dirk Schuster auf die dritte Liga auch schon gut vorbereitet ist. Wir wünschen natürlich für den Rest der Vorbereitung, was machen die Stuttgarter Kickers jetzt am Wochenende? Gibt es dort Vorbereitungsspiele? Nein, wir werden morgen ins Leinwaldertal fahren, für 3 Tage für Teambuilding-Maßnahmen, werden dort auch trainieren, aber werden die Bälle zu Hause lassen, werden da verschiedene Einheiten machen, die abseits vom Fußball sind, aber trotzdem Spaß machen und dem konditionellen Faktor geschuldet sind. Und dort werden wir 3 Tage sein und dann haben wir mehr als 14 Tage sehr harter Trainingsarbeit hinter uns und dann hat die Mannschaft nochmal 4 freie Tage. Dirk Schuster, wir freuen uns auf die Stuttgarter Kickers und auf den weiteren Vorgang in der Regionalliga Süd. Dankeschön fürs Gespräch und Dankeschön für die Tipps. Bitte, gerne. Tschüss. Maike Leitbier mit den News von irsport.de. 2012. IR Sport ist 12 Jahre alt geworden. Mit unseren Kooperationspartnern Würzburg Radio und IR Radio for You haben wir die Business-Angebote im Medium der Zukunft
zum Geburtstag ausgearbeitet. Jetzt sagen wir, übernehmen Sie die Regie. Das Medium von morgen heute nutzen. Würzburg Radio kommt. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Würzburg Radio, IR Radio for You, IR Sportradio produzieren das Konzept für Ihr Regionalradio. Firmenradios für mittelständische Unternehmen. Wir bieten für jede Firma das Konzept, von sich hören zu lassen. Vereinsradio, Gemeinde, Künstler, Bürgerradio mit interaktiven Elementen für die Zukunft der Region. Unsere Liebe ist aus Gold. IR Radio for You. Es ist soweit. Internetradio ist auf Augenhöhe mit dem herkömmlichen Radio. Sie empfangen Internetradio über jedes Smartphone und davon gibt es mittlerweile in Deutschland über 20 Millionen. Und ich glaube kaum, dass 20 Millionen ihr Radio in der Tasche haben. IR Radio for You und IR Sportradio präsentieren heute schon das Radio von morgen. Überall das Internet und Ihr Internetradio empfangen. Ein großes Thema wird vor allem das Zusammenspiel der neuen Medien mit dem Radio sein. Immer mehr Menschen haben unterwegs Zugriff auf das Internet, können über Zusatzprogramme Apps Radio hören und finden zusätzliche Nachrichten via Internet auf ihrem Handy. Über moderne Mittelkonsolen mit Internetverbindung sollen Sie unterwegs im Auto künftig aktuelle Zusatzinformationen erhalten können, passend zum Radioprogramm. Patrick Pröbsting, Nachrichtenredaktion, Köln. Firmen- und Vereinsradios interaktiv mitgestalten. Sie hören Internetradio unabhängig vom PC über WLAN, Webradios. Und die gibt es mittlerweile schon ab 60 Euro. Und der Clou der Geschichte, Sie hören Internetradio über Ihr TV-Gerät. Sie empfangen Ihr Radio und haben auf dem Bildschirm Informationen über Ihre Firma, gemischt mit Beiträgen aus der Sendung. So wird das Internetradio zum Bildradio, zur Zukunft für Ihr Unternehmen. Wir suchen Unternehmen, die die Chance erkennen und mit unserem Geburtstagsangebot ins Medium der Zukunft starten. Wir produzieren Ihr persönliches Basic-Startpaket. IR Radio for You. Kauf mich, miet mich, mich die schöne Wohnung, mich das große Haus, mich das herrliche Grundstück. Werkzeug für den Mann. Entenmann Werkzeugshop. Auch für uns ist was dabei. Einfach online bestellen. Ihr Bildspot für die TV-Ausgabe. Inwobau. Ihr Partner von Anfang an. Bildhintergrund für die Mediathek auf unserem YouTube-Kanal. 100%igen in der zweiten Halbzeit. Das kann auch mal daneben gehen. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, das 2:0 dann noch zu erzielen? Kampf? Natürlich, meistens wirst du bestraft, wenn du solche Riesenchancen vorne vergibst, aber ich glaube, die Mannschaft war 90 Minuten hochkonzentriert. Ihr Firmeninterview auf verschiedenen Sendern. In der neuen Halle, da gibt es was ganz Besonderes. Was ist das? Das ist, glaube ich, ziemlich einmalig hier im Rhein-Neckar-Kreis. Ja, wir bieten an, dass Sie bei uns Ihre LKWs, Transporter oder auch Sattelzüge waschen können. Wir hier im Kundesender Sandhausen sind 12 Mitarbeiter. Sie bekommen die Verknüpfung zu unserer Mitarbeiter-Wunschbox. Immer wieder im Gespräch, auch bei den Wunschtiteln. Ich bin Bianca Reis von der Firma HR Transporter und wünsche mir den neuen Titel von Linkin Park. Es geht um Ihre Firma, Ihre Region, Ihr Engagement. Mit dem Start-Basic-Paket 12 Monate präsent.